Robert, der Bär. Das ist Robert. Robert stammt aus einem fernen Land, aus Persien. Dort lebt er als verzauberter Prinz, bis er eines Tages über seinen Computer stolperte. Robert wurde vom Scanner erfasst und ins Internet übertragen. Wir entdeckten den Herumtreiber und druckten Robert aus. Anfangs war er sehr scheu und versuchte sich zu verbergen. Doch als Robert uns näher kennenlernte, wurde er unser lieber Freund. Gerne arbeitete er als Schülerberater. Und als Erklärbär im Unterricht. Er macht auch als Beanbär eine gute Figur. Er ist ein unentbehrlicher Helfer am Telefon. Dank seiner Ausbildung als Feuerwehrmann ist er allzeit bereit. Computer kann er selber reparieren. Hier überprüft er schwer zugängliche Peripheriegeräte. Unvorbereitet wurde er von einer Maus attackiert. Glücklicherweise gelangt die Bergung des Verletzten. Auch bei der Datenfernübertragung kennt er sich aus. Hier schreibt Robert eine E-Mail an seine Freundin Bärbel. Einmal hat Robert sich selber kopiert. Vor dem Spiegel plaudert er mit seinem Gegenüber. Am Klavier interpretiert er Musik von Franz Schubert. Mit perfekter Spieltechnik. Abends in der Disco DJ Cool Bear. Im Fasching verkleidet er sich gerne als Himbeer. Den Meerschweinchen ist ein lieber Kollege. Sein Lieblingsbuch ist das von Captain Blaubeer. Er liebt die alten Filme mit Ingrid Bergman und Barry Grant.
Robert ist ein großer Fan der französischen Schauspielerin Brigitte Bardot. Seine Lieblingsspeise ist Bärlauchsuppe. Nach dem Essen Körperertüchtigung im Schulgarten. Nach einem Bad im Bach ist er sauber. In seiner Footballmannschaft spielt er als Libero. Letztes Jahr gewann er eine Flasche Schlumberger Sekt und einen Silberpokal. Unser Robert ist einfach super.